Guten Tag. Könnt ihr schon einmal hier rein? Ja, gut. Ach, Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wissen Sie, welche Staatsanwältin oder Staatsanwalt für den Fall Vorlott zuständig ist? Ja, da kommt sie gerade. Eine Sekunde. Hallo. Hallo. Geht's Ihnen gut? Alles okay? Super. Dankeschön. Entschuldigen. Bitte. Mein Name ist Gabi Winkler und ich hätte wirklich eine wichtige Aussage zum Fall Vorlott noch zu machen. Sie sind ein bisschen spät dran. Ne? Die Verhandlung beginnt ja gleich. Mhm. Sagen Sie, in welchem Verhältnis stehen Sie denn zu dem Angeklagten? Ich bin die Vorgesetzte. Von dem Ehepaar Vorlott. Von beiden? Von beiden, ja, richtig. Gut, okay, das müsste ich mit dem Vorsitzenden Richter Herrn Wetzel besprechen und dem Verteidiger. Muss ich mal kurz nach. Ich nehme Sie jetzt einfach mit und dann überlegen wir uns was. Dankeschön, okay. Ja. Ihr Name ist Hans Voller, geboren am 3. März 1965 in Wermelskirchen. Sie sind verheiratet, wohnhaft in Erftstadt. Dort arbeiten Sie auch als Beamter der Stadt. Abteilung Finanzen, Ihr monatliches Nettoeinkommen beläuft sich auf 3.500 Euro. Vorbestraft sind Sie nicht. Das ist richtig. Dann darf ich um die Verlesung der Anklage bitten. Gerne. Am Sonntag, den 12. März 2023, stellte der Angeklagte Hans Voller gegen 14.45 Uhr in der Küche der ehelichen Wohnung in der Mittelstraße 12 in Erftstadt seine Ehefrau Susanne Voller zur Rede, weil diese ihm ein Gulasch aus Hundefutter zubereitet hatte. Es entbrannte ein heftiger Streit, in dessen Verlauf der Angeklagte zu einem großen Küchenmesser griff, mit dem er seine Frau mehrfach verletzte, bevor sich diese im Schlafzimmer einschließen und in Sicherheit bringen konnte. Die Geschädigte erlitt eine 4 cm lange Schnittwunde an der linken Handinnenfläche und eine 5 cm lange am linken Unterarm sowie eine 3 cm tiefe Stichwunde unterhalb des rechtsseitigen Schlüsselbeins. Der Tat vorausgegangen war ein seit Monaten andauernder Streit der im Trennungsjahr lebenden Eheleute. Beide konnten sich nicht einvernehmlich darüber einigen, wer bis zur Scheidung in der ehelichen Wohnung bleiben darf. Hans Voller wird daher wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Dankeschön. Herr Voller, es steht Ihnen frei, ob Sie als Angeklagter vor Gericht etwas sagen. Sie können sich äußern, aber Sie können natürlich auch schweigen. Wollen Sie was dazu sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin unschuldig. Susanne ist zuerst mit dem Messer auf mich losgegangen. Und ich habe mich doch nur gewehrt. Sie ist mit allem angefangen. Und sie wollte unbedingt den Scheidungskrieg. Ja, Scheidungskrieg, da gibt es selten Gewinner, sondern meistens nur Verlierer aus meiner Erfahrung. Aber es ist ja so, Sie sagen, sie hat auch mit dem Messer da rumhantiert. Wie ist es denn dazu gekommen? Es ist in der Tat richtig, dass Sie plötzlich irgendwann beide ein Messer in der Hand hatten am 12. März. Wie kam es dazu? Sie haben mir eine Nachricht geschickt, dass sie mich überraschend zu einem Versöhnungsessen in die Küche einladen wolle. Und dann habe ich ein Video von ihr bekommen und da habe ich gleich gewusst, dass das irgendwie wieder so eine fiese Nummer von ihr ist. Und dann bin ich in der Küche, wollte mit ihr ganz normal reden und sie hat mich sofort angeschrien. Und meint, wie ich dazu käme, zu ihrer Zeit in die Küche zu kommen. Das wäre jetzt ihre Zeit und das Essen wäre nur eine Ausnahme gewesen. Und naja, jetzt würde halt wieder die alte Zeit gelten, die alten Regeln. Gut, zu diesem Versöhnungsessen kommen wir gleich noch, um das zu verstehen. Sie haben wohl die Wohnung quasi aufgeteilt, weil Sie sich getrennt hatten und innerhalb des Trennungsjahres eben auch die Trennung von Tisch und Bett herbeiführen wollten und keiner ja letztendlich ausziehen wollte bis zum Ablauf des Trennungsjahres, oder? Ja, wir haben die Zimmer aufgeteilt und dann haben wir einen Zeitplan erstellt, wer wann Bad, Küche betreten darf. Hm. Gut, den Zeitplan haben wir nicht, aber wir haben eine Aufteilung, die Sie vorgenommen haben. Die möchte ich an der Stelle mal vorhalten. Da sieht man das relativ klar. Es gibt zwei rot umrandete Zimmer, das ist das Schlafzimmer und das Arbeitszimmer. Das hat sozusagen Susanne Voller zur Nutzung bekommen und Sie, Herr Voller, Hobbyraum und Wohnzimmer. Bad, Küche lässt sich ja schlecht aufteilen, genauso wie der Flur und der Balkon. Es ist ja so, grundsätzlich hat ja jeder Ehegatte das Recht, es sei denn, man einigt sich irgendwie, das eheliche Haus oder die eheliche Wohnung bis zum Scheidungstermin zu benutzen und da drin zu bleiben. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat man die Möglichkeit, über ein gerichtliches Zuweisungsverfahren das für sich zu bekommen. Aber Sie haben sich ja offensichtlich auf diesen Plan zunächst mal verständigt. Ja, zunächst. Aber sie hat ja schon mal versucht, mich aus der Wohnung rauszukriegen. Und, naja. Was war da? Wie hat sie versucht, sie rauszukriegen? Sie hat Koffer vor die Tür gestellt, Schloss ausgetauscht. Ich musste mich mit meinem Anwalt wieder zurück in die Wohnung klagen. Mhm. Sie hat mit dem Rosenkrieg angefangen. Gut,
Wie spät war es, als Sie an diesem 12. März zum zweiten Mal ja wohl zu Ihrer Frau in die Küche gegangen sind? Ja, das muss auch gegen 3:15 gewesen sein. Das war ja dann ursprünglich Ihr Zeitfenster und ich hätte dann eigentlich die Küche nicht betreten dürfen. Gut, wie hat Ihre Frau darauf reagiert, dass Sie trotzdem da waren? Sie wollte ja, dass ich gehe. Ja. Und da ich nicht gegangen bin, weil ich ja mit ihr reden wollte, hat sie sich dann ein Messer aus der Spüle gegriffen und dann auf mich los rumgefuchtelt. Gut, und was haben Sie darauf gemacht? Ich habe gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Bist du bescheuert? Hab versucht, ihr das Messer wegzunehmen und dann hat sie mich ja hier am Arm getroffen. Mhm. Und dann habe ich mir die Pfanne von der Anrichte genommen, wollte damit auch dann das Messer abwehren und dann hat sie mich ja nochmal getroffen. Und irgendwann hatten Sie aber auch ein Messer in der Hand, ne? Ja, ich war voll in Panik und habe mir dann ein Messer gegriffen. Wo war das? Das Messer, das war in so einem Messerblock auf der Anrichte in der Küche. Hm. Ich musste mich doch irgendwie verteidigen. Was heißt denn verteidigen? Was verstehen Sie unter verteidigen? Diese Verletzung, die Sie gerade genannt haben. Ja, sie hat ja immer weitergemacht und ich hatte dann das Messer in der einen und das, die Pfanne in der anderen Hand gehabt. Und ja, dann wollte ich dann mit dem Messer sie abwehren und dann habe ich sie dann halt getroffen und dann ist sie wie eine Furie weiter auf mich los. Immer versucht, mit dem Messer auf mich loszustoßen. Ja, und dann habe ich versucht, das Messer nochmal abzuwehren, wollte sie dann am Arm treffen und dabei ist es dann zum Stich in die Schulter gekommen. Herr Voller, Sie haben ja schon das Video erwähnt, das Ihnen Ihre Frau nach dem Versöhnungsessen geschickt hat. Das möchte ich gerne an dieser Stelle mal vorhalten. Das war dann 14:43. Na, hat dir mein Gulasch geschmeckt? Rind mit Pansen. Lecker, guten Appetit. Wuff! Hast du wirklich gedacht, ich mache dir mit dem Gulasch ein Friedensangebot, überlass dir einfach so das Haus? Niemals, das schwöre ich dir. Ach, und falls du dich das fragst, mein Gulasch war feinstes Rindfleisch vom Metzger. Ja, das ist mit Sicherheit nicht gesundheitsschädlich, wenn man sowas serviert bekommt. Aber dass Sie darüber nicht angenehm überrascht waren, das kann ich mir schon lebhaft vorstellen. Ne? Ja, okay. Ja, ich war wütend. Vielleicht bin ich auch ein bisschen lauter geworden. Aber ganz ehrlich, im Nachhinein, also ich muss total ein Idiot gewesen sein, dass ich dem Treffen überhaupt zugestimmt habe. Das Angebot zu diesem Versöhnungsessen hat Ihre Frau Ihnen ja mittels einer Nachricht geschickt. Auch da haben wir die entsprechenden wechselseitigen Nachrichten zwischen Ihnen vorliegen. Da heißt es zunächst, hallo Hans, ich schreibe dir das in friedlicher Mission, lass uns mit dem Wahnsinn aufhören. Wir terrorisieren uns seit Monaten, was soll uns wir uns noch antun? Keine Ahnung, sagen Sie, du bist ja sehr einfallsreich. Du auch, aber ich will das nicht mehr. Ich habe nachgedacht, wir haben uns viele Jahre geliebt, wir haben einen erwachsenen Sohn. Es muss doch möglich sein, uns friedlich zu einigen. So, dann kommt dann noch da unten, was schlägst du vor? Lass uns reden. Ich habe Gulasch gemacht, das ist sozusagen dann die Einladung. Das reicht für zwei, komm in einer Viertelstunde in die Küche, dann essen wir zusammen und sie sagen dann, okay, bis gleich. Herr Voller, mit dem Video. Da hat Ihre Frau so richtig einen draufgesetzt, ne? Nach Ihrer Auffassung. Und dann haben Sie einfach, zumindest ist das die Auffassung der Staatsanwaltschaft, einfach die Beherrschung verloren, haben sich das Messer geschnappt und auf Ihre Frau eingestochen. Nee, so war das nicht. Sie hat angefangen und ich habe mich nur gewehrt. Ach, ja. Voller, wie wehrt man sich? Das ist doch Quatsch. Wenn Sie sich doch, ich meine, das muss Ihnen doch selber einleuchten. Ihre Frau war es ja, die dann ins Schlafzimmer geflüchtet ist, voller Panik und voller Angst. Und Ihre Frau war es auch, die Polizei verständigt hat. Ich meine, wenn tatsächlich eine Notwehrsituation vorgelegen hätte, dann wäre es doch an Ihnen gewesen, die Polizei zu rufen. Haben Sie aber nicht. Ja, aber und wir beide wissen auch, warum. Die Situation hatte sich derart zugespitzt, dass ja rationales Handeln gar nicht mehr möglich war. Er hat in Notwehr gehandelt. Beide hatten ein Messer in der Hand. Und da denkt er nicht sofort an Sanitäter, ja, Polizei. Das können sich beide fürs Plädoyer aufheben. Ja. Im Moment sind wir noch bei der Tatsachenfeststellung und der Einlassung des Angeklagten. Herr Voller, wie ging es weiter? Wir haben weitergekämpft. Und dann wollte ich in den Hobbyraum flüchten. Bin dann raus in den Flur aus der Küche. Und Susanne schreiend hinter mir her. Ich bin bis zum Schlafzimmer gekommen, bin da gestolpert. Dann hingefallen und Susan hat mich dann erreicht und dann wie eine Furie stand sie da vor mir. Ich mach dich fertig.
Wenn, Herr Voller, wie Sie das schildern, Ihre Frau die Angreiferin, die Aggressorin war, warum hat sie dann irgendwann mal von Ihnen abgelassen? Ja, sie hat ja das Messer in der Küche fallen lassen, nachdem ich sie getroffen habe. Dementsprechend hat sie auch nur rumgeschrien und hat sich dann ins Schlafzimmer eingesperrt. Gut, wir haben ein medizinisches Gutachten, das auch eine sachverständige Einschätzung zur Entstehung dieser Verletzungen von Ihnen liefert. Und zwar sind es zwei Schnittverletzungen am rechten Unterarm. Die wurden genäht und das sind typischerweise aus Abwehrhandlung entstehende Verletzungen, wenn man mit einem Messer angegriffen wird. Ja, die Namen sind mir ja geblieben hier. Mhm. Um uns mal darüber im Klaren zu werden, womit hier hantiert wurde. Ne? Das ist das Messer, das Sie geführt haben. Das ergibt sich aus dem daktyloskopischen Gutachten. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Es gibt darüber hinaus auch eine kriminaltechnische Einschätzung dieses Messers. Es handelt sich um ein Messer mit einer Gesamtlänge von 33,2 cm. Klinge ist 21 cm lang, 4,4 cm breit. Und es sind neben den Fingerabdrücken Ihrer Fingerabdrücke ist Blut sowohl der Geschädigten, Ihrer Frau, als auch von Ihnen gefunden worden. Die sind im Übrigen auch auf dem Boden, in der Küche, an den Schränken, Schlafzimmertür. Allerdings lässt die Spurenlage nicht darauf schließen, ob das jetzt auf Angriffs- oder auf Abwehrhandlungen zurückzuführen ist. Ich kann das bis heute immer noch nicht begreifen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Ich meine, wir haben eine glückliche Ehe geführt, 25 Jahre lang. Wir haben einen tollen Sohn, wir haben uns mal geliebt. Ja, aber es gehören ja immer zwei dazu. Warum wollte sich Ihre Frau scheiden lassen? Tja, ich glaube, sie wollte noch mal was Neues erleben, noch was nachholen. Sie hat sich sogar tätowieren lassen, gekleidet wie ein Teenager. Wie peinlich ist das denn? Und mit den Wechseljahren ist sie komplett durchgedreht. Eine Nachbarin von Ihnen, Maria Clausen heißt sie, die hat mal eine Situation aufgenommen. Sie haben auch beide bei der Polizei gesagt, das ist in Ordnung, obwohl sie sich beide da nicht wirklich seriös verhalten, dass das hier gezeigt wird. Das ist kurz vor der Tat entstanden, vor dem Haus. Aber es gibt einen Eindruck, wie die Lage zwischen Ihnen war. Du miese Schlange, du hast mir Enthaarungscreme in Shampoo getan. Zeig mal, wie der kahle Kopf so steht. Lass mich in Ruhe. Pack mich bloß nicht an! Du bist so hinterhältig und mies. Das war die Revanche für die Lieblingsschuhe, deren Absatz du einfach abgebrochen hast. Die konntest du sowieso nicht tragen. Du bist mit dem Terror angefangen. Oh ja, wohl her, du! Du? Ey, lass das. Willst du weiter Krieg? Okay. Ich hab gesagt, lass das. Kannst du haben. Den Kampf wirst du nicht überleben. Na, das werden wir ja sehen. Herr Voller, Herr Voller, den Kampf wirst du nicht überleben? Was heißt denn das? Ich meine, die Geschichte mit dem Gulasch, ich glaube, das war dann so, dann war es ihnen einfach zu viel. Das hat das Ganze dann das Fass zum Überlaufen gebracht. Und dann sind sie hin und wollten dann, ja, letztendlich ihrer Frau zeigen, dass sie sich das alles nicht gefallen lassen und wollten ihre Drohung wahrmachen. Ne? Also der Mandant war ja im emotionalen Ausnahmezustand. Eben. Der wurde mit dem Messer angegriffen. Im Übrigen hatte auch seine Frau, die Frau Voller, genügend Gründe auszurasten aus der Vergangenheit. Also bis jetzt, Herr Voller, habe ich nur entnommen, es gab Stress, weil sie wieder in die Küche gekommen sind, zu einer Zeit, in der sie es eigentlich nicht hätten dürfen. Gab es einen konkreten Anlass, weshalb Ihre Frau, unterstellen wir mal, was Sie sagen, ist richtig, mit dem Messer auf Sie losgegangen ist? Nee, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass sie es drauf angelegt hat. Dass sie sich später dann als Opfer darstellt, um mir die Schuld in die Schuhe zu schieben, damit ich ins Gefängnis komme und sie die Wohnung kriegt. Herr Voller, also bei aller Liebe, ich meine, das hätte es auch billiger haben können. Dafür muss ich die arme Frau nicht von Ihnen abstechen lassen. Das ist doch Unsinn. Naja, sie hat nicht damit gerechnet, dass er sich wehrt. Und im Gegenteil, sie hat ja erreicht, was sie wollte, denn er ist ja mittlerweile ausgezogen aus der gemeinsamen Wohnung. Ja, richtig? Gott sei Dank. Ja. Ich bin so froh, wenn das hier alles vorbei ist. Ich auch. Aber das Datum seiner Verurteilung lasse ich mal als Tattoo stechen. Warum? Das ist ein voll schlechter Karma-Punkt. Mach das nicht. Nein, dann ist es vorbei. Fängt mein Leben endlich neu an. Christoph, hi! Nee, Mutter, das muss ja echt nicht sein, ja? Also, ich freue mich nicht, euch hier zu sehen, wirklich, ja? Hallo, Tanja, ja? Aber, nee, also, ich weiß ja echt nicht, was ich glauben soll hier.
Meinst du, mir macht es Spaß, gegen deinen Vater auszusagen? Ja, sag du es mir doch, ja. Also ich weiß auch echt nicht mehr, was ich glauben soll. Sie sitzt voll zwischen den Stühlen und ich habe nur das Gefühl eigentlich, dass du auch noch Mama irgendwie noch voll gegen Papa auch noch aufgebracht hast irgendwie, nur weil das Leben mit ihm zu langweilig sei oder was weiß ich. Ja, das ist auch Quatsch, ist das doch. Aber das stimmt doch gar nicht. Ich brauch das jetzt echt nicht, jetzt. Also, sorry. Aber was wird die denn hier? Guten Tag, Frau Voller, bitte nehmen Sie Platz. Frau Voller, ich habe Sie zunächst als Zeugin dahingehend zu belehren, dass Sie hier wahrheitsgemäß aussagen müssen, wenn Sie aussagen. Falschaussage ist strafbar, egal ob Sie vereidigt werden oder nicht. Sie heißen Susanne Voller, 49 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in Erfstadt, sind ebenfalls Beamtin. Das ist richtig. Und Sie sind mit dem Angeklagten verheiratet. Noch, hoffentlich nicht mehr lange. Ja, selbst nach der rechtskräftigen Scheidung würden Sie noch das Recht haben, das Zeugnis vor Gericht zu verweigern. Das dauert auch danach noch fort. Und deshalb belehre ich Sie, dass Sie nichts sagen müssen, wenn Sie das nicht wollen. Wenn Sie sich äußern, muss es wahrheitsgemäß sein. Ja? Wollen Sie sich äußern? Ja. Gut. Wir haben ja schon gerade die Version Ihres Mannes gehört. Es geht um den Nachmittag des 12. März. Was ist da passiert bei Ihnen zu Hause, in der Küche insbesondere? Ich hatte Hans zum Mittagessen eingeladen. Zugegeben, das mit dem Hundefuttergulasch war kein besonders netter Zug von mir. Gebe ich Ihnen recht. Aber wie lief denn das Mittagessen mit Ihrem Mann dann ab? Aus Ihrer Sicht? Angespannt, aber friedlich. Ich habe so getan, als würde ich darüber nachdenken, bis zur Scheidung zu meiner Freundin Tanja zu ziehen. Hat Ihr Mann Ihnen das geglaubt? Ja, er war hoch erfreut. Und das Gulasch hat ihm auch geschmeckt, bis ich ihm das Video schickte. Das Video haben wir schon gesehen. Sie haben es offensichtlich damals lustig gefunden. Vielleicht sehen Sie es heute ein bisschen anders, so wie ich es von Anfang an gesehen habe. Aber ich möchte gerne wissen, was passierte denn weiter, als Ihr Mann dann nach Erhalt des Videos, Sie haben ja erst gegessen, dann haben Sie ihm das Video geschickt und dann kam er in die Küche zurück. Ja. Was war da? Er hat mich angeschrien und beschimpft. Ich habe gespült und habe ihm gesagt, dass das die Revanche war für den Nagellackentferner, den er mir wiederum in meinen Augen-Make-up-Entferner gemischt hatte. Ich hätte bleibende Schäden davontragen können. Ich bin tagelang mit geröteten Augen und Sonnenbrille herumgelaufen. Ja, und Ihr Mann offensichtlich mit reduziertem Haupthaar. Ja? Ich meine, das sind ja allesamt keine fiesen Scherze, sondern es sind Straftaten. Also sowohl das Mischen von Aceton in irgendwelche Make-up-Entferner, Herr Voller, als auch diese Enthaarungscreme im Shampoo, das sind Körperverletzungen. Ja? Vielleicht sogar schwere, wenn man, wie Sie ja schon geschildert haben, Folgen davon trägt, massive. Hätte ich das gewusst, hätte ich Hans angezeigt. Und ich dich! Ach. Gut, jetzt sind ja hier wohl auch wechselseitige Anzeigen erfolgt. Zurück zum 12. März. Wie ging es in der Küche weiter? Irgendwann muss ja Ihr Mann oder auch Sie zu einem Messer gegriffen haben. Er hat zu einem riesigen Messer gegriffen und ich habe mir dann einen Topfdeckel geschnappt, um ihn abzuwehren. Dabei hat er mir diese hier verpasst. Ich habe dann ein Messer gesehen, das in der Spüle lag, nahm es, um mich zu verteidigen. Gut, also genau umgekehrt Ihre Version wie die Ihres Mannes. Und das Messer, das Sie dann verwendet haben, das liegt natürlich auch vor. Das ist Ihnen zuordnenbar, das führe ich gerade mal hier ein. Da haben wir das, also ist auch nicht viel kleiner als das andere Messer. Und da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Und man hat auch bei Ihnen Verletzungen festgestellt. Da komme ich gleich noch dazu. Aber das Küchenmesser hier, das von Ihnen verwendete, hat 32,5 cm Länge mit Klingenlänge 20,3 und Breite 2,7. Das ist etwas schmaler, aber ansonsten ja, fast waffengleich. Fingerabdrücke von Ihnen sind drauf, Blut Ihres Mannes. Er hat ja auch zwei Schnittwunden am Unterarm erlitten, ne? Hier, guck sie an. Da. Ja. Also Sie haben ihn offensichtlich auch getroffen. Er hatte in der linken Hand ja auch noch eine Pfanne. Ich dachte, damit schlägt er auch noch auf mich ein. Also habe ich in seine Richtung gestochen und muss ihn dabei erwischt haben. Hier. Ja. Und irgendwann haben Sie ja auch einen Stich, also nicht nur eine Schnittverletzung, sondern auch eine Stichverletzung erlitten. Ja, er hat mir dann auch noch hier in die Schulter gestochen. Gut. Und wie ging es dann weiter? Ich bin aus der Küche geflüchtet und wollte versuchen, mich in meinem Schlafzimmer einzuschließen. Hans ist hinter mir hergekommen und hat versucht, mich im Flur einzufangen. Mit ein paar gezielten Tritten konnte ich mich dann befreien und im Schlafzimmer einschließen.
Da lag mein Handy und ich konnte die Polizei rufen. Du lügst doch! Du willst doch nur dein eigener Haut retten! Ach, hör doch auf! Du willst mich doch nur ins Gefängnis bringen! Ja, da gehörst du auch hin! Du gehörst Herr hin! Herr Voller, erinnern Sie sich an Ihre Vernehmung, Ihre Einlassung? Hat Sie da irgendjemanden unterbrochen? Nee. Da war sie aber ja, Sie waren schon dran. Ja, das rechtfertigt ja nicht, sich so aufzuführen. Ne? Also, okay. Zu Ihren Verletzungen liegt mir auch ein medizinisches Gutachten vor. Sie hatten eine 4 cm lange Schnittverletzung in der linken Handinnenfläche, eine 5 cm lange Schnittverletzung am linken Unterarm. Auch das ist von den Gerichtsmedizinern als typische Abwehrverletzung eingeschätzt worden. Und dann hatten Sie aber eben diese 3 cm tiefe Stichwunde unterhalb des rechtsseitigen Schlüsselbeins. Die Zeugin will übrigens nicht nur einen Scheidungskrieg gewinnen, sondern sie hat auch noch berufliche Interessen. Stimmt's, Frau Voller? Ach, das ist doch Unsinn. Was Sie wollen da? Die Position als Abteilungsleiterin Finanzen haben, nachdem ihre jetzige Vorgesetzte Gabi Winkler in Pension geht. Und Ihr Mann, also mein Mandant, der kann diese Stelle auch bekommen. Und da kam Ihnen natürlich diese Tat gerade recht. Sie haben ihn provoziert und jetzt schieben Sie ihm die Tat in die Schuhe. Ach, ich bin doch nicht lebensmüde und steche mit Messern auf andere Leute ein. Ja, haben Sie ja nun beide unstreitig. Es geht ja nur um die Frage, ob jemand in Notwehr gehandelt hat und wenn ja, wer. Ja? Aber das, was der Verteidiger sagt, ist insoweit belegt, als es einen Nachrichtenverlauf vom 6.3. zwischen Ihnen und Ihrem Mann geht. Und da wird in der Tat auch um diese Beförderungsstelle in Ihrer Finanzabteilung der Stadt geredet. Ich halte Ihnen das mal vor. So, da haben wir zunächst einen Text von Ihnen. Du willst auch Krieg im Job? Im Job. Jetzt geht's um den Job, ja? Kannst du haben. Was meinst du? Tu nicht so scheinheilig. Du hast der Winkler, das ist wohl die Abteilungsleiterin, den Floh ins Ohr gesetzt. Ich hätte eine Affäre mit unserem 25-jährigen Praktikanten. Das weiß doch jeder. Und dann geht's noch weiter. Oder war das alles? Nee, da geht's noch weiter. Quatsch, du willst meinen guten Ruf zerstören, weil du Abteilungsleiterin, Leiter werden willst. Deinen guten Ruf hast du selbst zerstört. Sieh, du sabotierst mich, du hast die Präsentation gelöscht, hast Unterlagen verschwinden lassen, weil du der Nachfolger von Frau Winkler werden willst. Also offensichtlich geht's da schon um diese Position. Denk, was du willst, antwortet ihr Mann, aber meine Wohnung und den Job wirst du nicht kriegen. Dafür werde ich schon sorgen. Ja, und wie wollte Frau Voller dafür sorgen? Indem sie ihren Mann dieser Tat bezichtigt. Ja. Stimmt's? Naja, sie haben ihn provoziert, er hat sie dann angegriffen und jetzt wollen sie es so darstellen, als hätte er sie angegriffen. Ach, und mit ihren Verletzungen wollen sie das belegen, natürlich. Ach. Frau Voller, hat Ihr Mann Sie denn früher schon mal angegriffen, ist er gewalttätig Ihnen gegenüber geworden? Nein. Gut. Noch Fragen an die Zeugin? Ich habe keine, danke schön. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Sie können, wenn Sie möchten, dort hinten Platz nehmen. Dann rufen Sie bitte die Polizeibeamtin Frau Paula Kronmeier herein. Paula Kronmeier, bitte. Hallo, Frau Kronmeier, bitte nehmen Sie Platz. Frau Kronmeier, Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht wahrheitsgemäß aussagen müssen und sich andernfalls strafbar machen. Nennen Sie uns bitte Ihre Personalien. Mhm. Paula Kronmeier, 34 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in Erbstadt und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Von Beruf Polizeiobermeisterin, genau. Sie sind zu dem Einsatzort gerufen worden am 12. März zusammen mit einem Kollegen, der heute krankheitsbedingt verhindert ist. Und waren sozusagen nach dem Notruf die Ersten am Tatort. Ja, genau. Wir waren zu der Zeit gerade in der Gegend auf Streife und waren auch schon 10 Minuten, nachdem der Notruf eingetroffen ist, vor Ort. Wir haben dann geklingelt und gerufen, aber niemand reagierte. Da wir die Information vorliegen hatten, dass die Frau von ihrem Mann bedroht wurde und sich im Schlafzimmer eingeschlossen hat, haben wir dann entschieden, uns entsprechend Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Welche Situation haben Sie im Inneren vorgefunden? Es herrschte Totenstille. Wir entdeckten dann eine Blutspur auf dem Boden im Flur und sind dieser gefolgt. Dann fanden wir den Angeklagten blutend vor der Schlafzimmertür. Er war wie apathisch, aber schien nicht schwer verletzt zu sein. Hat er irgendwas gesagt? Er sagte, sie war das, ich habe mich nur gewehrt, sonst nichts weiter. Und die Frau Voller? Sie hatte sich ja im Schlafzimmer eingeschlossen und kam auch erst heraus, als ich ihr versicherte, dass sie in absoluter Sicherheit ist. In welchem Zustand befand sich denn die Frau Voller? Sie war total verstört. Sie hat am ganzen Körper gezittert und geweint. Sie hatte eine Stichwunde oberhalb des rechten Schlüsselbeins und mehrere Schnittverletzungen an der linken Innenhand und dem linken Unterarm. Sie meinte, ihr Mann hätte versucht, sie zu ermorden. Die beiden wurden dann erst einmal ins Krankenhaus verbracht und ärztlich versorgt und dann von den Kollegen der Kripo weitervernommen. Ja, aber das ist ja alles Teil der Show und des Plans gewesen, ihren Mann noch mehr zu belasten. Das ist eine miese Unterstellung. Ah. Ich hatte Todesängste.
Sind noch Fragen an die Zeugin Kronmeier? Nein. Keine mehr. Zeugin bleibt unvereidig. Danke. Wenn Sie möchten, können Sie gerne hier bleiben, dort hinten Platz nehmen. Dann fahren wir fort mit Herrn Christoph Voller. Christoph Voller, bitte. Herr Voller, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Hallo, Christoph. Ich muss auch Sie zunächst belehren, dass Sie als Zeuge vor Gericht zu einer wahrheitsgemäßen Aussage verpflichtet sind und egal, ob Sie vereidigt werden oder nicht, sich strafbar machen würden, wenn Sie falsch aussagen. Ja? Ja, natürlich. Sie heißen Christoph Voller, 25 Jahre alt. Sie sind ledig, wohnhaft in Köln und Student? Das ist korrekt, ja. Ich bin BWL-Student derzeit. Mhm. Sie sind der Sohn des Angeklagten, deshalb haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Ja? Das ist ein familiären, engen Beziehungen so, dass man nicht aussagen muss, man muss niemanden belasten. Wenn man sich dazu entscheidet, auszusagen, muss es allerdings wahrheitsgemäß sein. Möchten Sie sich äußern? Ja, natürlich, klar. Gut. Sie haben kurz vor der Geschichte, um die es geht, ist Ihnen ja bekannt, eine Audionachricht, eine Sprachnachricht von Ihrem Vater erhalten. Richtig? Ja, das ist richtig, ja. Die habe ich, zu der Zeit war ich halt gerade im Auto und konnte sie halt nicht abhören. Hat mir dann auf die Mailbox gesprochen, mir eine Nachricht hinterlassen. Mhm. Wir hören uns mal an, was er Ihnen da draufgesprochen hat. Weißt du, was deine Mutter gerade getan hat? Sie hat mir Hundefutter als Gulasch serviert. Jetzt reicht's. Endgültig. Ich mach sie fertig. Also das war am 12.03. 14.35 Uhr. Wann haben Sie die Nachricht abgehört? Ja, so eine Viertelstunde später, ja. Also ich bin dann auch halt sofort hin, aber es ist, also irgendwie hätte das halt dann vielleicht verhindern können, das Ganze auch irgendwie, aber das hat, ich weiß nicht, machen wir da auch Vorwürfe irgendwie. Ach, ich denke, das brauchen Sie nicht. Ich meine, der Umstand, dass Ihr Vater diese Tat angekündigt hat, gut. Ich denke, deutlicher kann man es ja nicht sagen, ne? Ich mach dich fertig, ich mach sie fertig. Allerdings. Oder? Ist Ihr Vater so ein Aggressiver oder wie schätzen Sie ihn ein? Naja, aggressiv finde ich jetzt etwas überzogen. Also es ist, er kann sicherlich mal verbal entgleisen, aber wer kann das nicht, ja? Also gewalttätig auf keinen Fall, nein. Mhm. Und Ihre Mutter? Ja, also meine Mutter, ja, sie war halt, also sie war schon immer mehr so die emotionalere von den beiden halt eher so. Also es, wenn man von Aggressivität spricht, war die dann eher so auf der Seite, würde ich sagen, ja. Willst du damit sagen, dass ich deinen Vater angegriffen habe, dass ich begonnen habe, dass ich lüge? Nein, aber ich muss doch hier wohl sagen, was Sache ist. Also ich, nein, möchte ich nicht, aber irgendwie habt ihr euch ja schon auch beide verändert. Sowohl du Papa als auch du Mama. Ich weiß nicht, ich sitze zwischen den Stühlen wortwörtlich hier. Also Herr Voller, Sie haben ja gerade gesagt, Ihr Vater war nicht gewalttätig, weder gegenüber Dritten noch gegenüber Ihrer Mutter. Hat Ihre Mutter Ihren Vater denn schon mal angegriffen, tätlich angegriffen? Also ich habe Ihnen gesagt, dass Sie als Angehöriger nichts sagen müssen und speziell müssen Sie Fragen nicht beantworten, wenn Sie einen Angehörigen, in dem Fall Ihre Mutter, der Gefahr einer Strafverfolgung wegen anderer Gewalttätigkeiten aussetzen. Ne? Können Sie sagen, möchte ich nichts zu sagen. Ja, also das, also nein, also gewalttätig nicht, also das ist überzogen, also nein. Aber also, Sie schließen nicht aus, dass Ihre temperamentvolle Mutter offensichtlich auch schon mal Ihren Vater hätte von sich aus angreifen können. Sie schließen nicht aus, dass hier der Streit von Ihrer Mutter ausging, der Angriff. Soll ich das auch können? Ich war nicht dabei. Ne? Was ist denn das für eine Frage? Das ist doch nicht Aufgabe des Zeugen, hier rumzuspekulieren. Na, er kennt und seine sich Eltern zu überlegen, besser was wäre, als Sie, wenn. Frau Kollegin. Wir brauchen doch hier eine Einschätzung. Ich brauche meine Einschätzung, aber nicht die des Zeugen. Die hat überhaupt nichts mit der Beurteilung der Sache durch das Gericht zu tun. Sie wollen fragen, wissen, noch Fragen und an den der Vater auf ihn wirken. Ich habe sonst keine Fragen mehr. Vielen Dank. Gut. Darf ich vielleicht noch was sagen, Herr Witzel? Ja, selbstverständlich. Also ich hätte da halt noch was hinzuzufügen. Und zwar, dass es für mich halt wirklich seelisch höchst belastend ist, alles hier. Also bei diesem ganzen Scheidungsrosenkrieg, den da meine Eltern fabrizieren, ja, also da habe ich wirklich versucht, irgendwie die Waage zu spielen und irgendwie mal zu vermitteln oder so. Aber das ist einfach überhaupt nicht möglich gewesen. Also die beiden Parteien waren so verbohrt und so engstirnig. Da war nichts möglich, wirklich. Also ich schätze Ihr Bemühen, Herr Voller, aber ich verstehe auch, was Sie meinen. Ja. Manchmal ist es so, ja. Gut, dann bleibt der Zeuge unvereidigt. Sie können dort hinten auch gerne Platz nehmen. Okay. Dann haben wir als nächste Zeugin Tanja Böhm. Tanja Böhm, bitte. Frau Böhm, bitte nehmen Sie Platz hier vorne in der Mitte. Ich muss Sie zunächst belehren, dass Sie als Zeugin vor Gericht wahrheitsgemäß aussagen müssen und sich im Falle einer Falschaussage strafbar machen. Sie heißen Tanja Böhm, 42 Jahre alt, geschieden, wohnhaft in Erftstadt, arbeiten als Zahnarzthelferin, mit dem Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert. Richtig.
Sie haben bei der Polizei ausgesagt, Sie kennen die Familie Voller und auch, dass der Herr Voller seine Frau mehrfach bedroht hätte. Genau. Frau Voller ist meine beste Freundin und sie hat mich in der Nacht mehrfach angerufen, weil er gegen die Schlafzimmertür gehämmert hat und gebrüllt hat. Er hat sie gedroht, sie hatte richtig Angst. Blödsinn! Du hast sie doch gegen mich aufgehetzt. Das stimmt doch gar nicht. Herr Voller, ich möchte jetzt keine Zwischenrufe mehr hören, sonst kriegen wir Ärger. Ja? Ja. Gut, Sie haben am Vormittag des 12. März eine Textnachricht von Frau Voller bekommen, Ihrer Freundin. Genau, genau. Sie hat mir eine Textnachricht geschickt und ich habe mir da total Sorgen gemacht, weil sie verängstigt darüber war, dass er gewalttätig wird. Diese Nachrichten liegen uns vor. Das ist vom 12.3. um die Mittagszeit. Ich lasse das erstmal, der Anfang ist ja uninteressant. Da geht es wieder um den Hundefutterkram. Da können wir gleich drüber wegspringen. Dann sagt, sagen Sie, aber ich weiß nicht, ist vielleicht besser mit dem Wahnsinn aufzuhören. So, und da kommt Ihre Antwort. Jetzt wird's interessant. Müssen wir mal runterscrollen. Das sagst ausgerechnet du, ich muss was unternehmen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Du weißt warum, das gleiche nochmal. Ja, trotzdem, aber das ist schon krass. Hast du keine Angst, dass er ausrastet? Doch, aber er wird mich schon nicht umbringen. Also das ist ja ganz interessant. Was meinen Sie, hat Ihre Freundin damit gemeint? Ich muss was unternehmen, du weißt warum und jeweils mit 4 Ausrufezeichen. Ja, weil er hat ja scheinbar Aggressionsprobleme und er hat wirklich alles gemacht. Also das ist so eine lange Liste. Er hat von ihren Lieblingsschuhen die Absätze abgebrochen, hat Nagellackentferner in ihren Make-up-Entferner reingepackt. Und also das ist totaler Wahnsinn. Na, ich glaube, die 4 Ausrufezeichen, die stehen für etwas, was sie uns verschweigen. Also Sie sind ja die beste Freundin. Nee. Stehen nicht für etwas, nein. Aber ist doch klar, dass Frau Voller etwas unternehmen musste, damit nicht er befördert wird, sondern sie. Und sie hatte offensichtlich einen Plan. Nee, davon weiß ich nichts. Sie wissen nichts, als beste Freundin. Das war klar. Nein. Das ist gut, sind noch Fragen an die Zeugin? Nein. Nein. Keine. Zeugin bleibt unvereidigt. Danke, wenn Sie möchten, können Sie auch dort hinten Platz nehmen. Dann haben wir noch die Frau Winkler, die sich kurz vor Prozessbeginn bei der Staatsanwaltschaft gemeldet hat. Sie sind ja alle informiert darüber, was sie beitragen kann. Es ist offensichtlich so, es ist die Vorgesetzte von Herrn Voller und Frau Voller. Und sie hat davon berichtet, dass sie in ihrer Eigenschaft als diese Chefin genötigt wird. Und das ist natürlich nicht ganz uninteressant. Und deshalb wird sie jetzt auch als Zeugin aussagen. Rufen Sie bitte Frau Gabi Winkler heran. Gabi Winkler, bitte. Guten Tag, Frau Winkler. Nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Diese Hexe hier. Frau Winkler, wir haben Sie sehr kurzfristig als Zeugin in dieses Verfahren gebeten. Danke, dass das so geklappt hat. Sie haben sich ja mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung gesetzt. Ich muss Sie gleich wohl belehren, dass Sie als Zeugin vor Gericht grundsätzlich wahrheitsgemäß aussagen müssen und sich im Falle einer Falschaussage strafbar machen. Sie heißen Gabi Winkler, 63 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in Erftstadt, sind Beamtin, mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Richtig. Warum haben Sie sich an die Staatsanwaltschaft gewandt? Kurz vor Beginn dieses Verfahrens. Ich wurde erpresst. Ich wurde erpresst von Frau Voller. Das ist eine unverschämte Unterstellung. Moment bitte, das Moment ist die bitte. Moment bitte. Also, diese Information, dass Sie juristisch genötigt, nicht erpresst, es geht nämlich nicht um Geld, wurden, die haben Sie auch gegenüber der Staatsanwaltschaft schon geäußert. Womit wurden Sie genötigt? Also es gibt von Herrn Voller und mir ein kompromittierendes Foto, was heimlich von uns gemacht wurde. Und damit wollte man mich nötigen, Frau Voller für den Job als Abteilungsleiterin vorzuschlagen. Herr Voller, ist das richtig, dass Sie ein Techtelmechtel mit Ihrer Chefin hatten, eine Affäre? Ja, der Scheidungskrieg, der ist ganz schön an die Nerven gegangen. Und Gabi und ich, wir haben uns viel unterhalten. Hm. Und irgendwann sind wir uns mal näher gekommen. Wussten Sie davon, dass Frau Winkler unter Druck gesetzt wurde, benötigt wurde? Davon Nein. wussten Sie nichts, ganz sicher. Ganz sicher. Du doch. Es tut mir leid, ich hätte schon längst was sagen müssen. Ist alles gut. Gut, letztendlich sagt das aber trotzdem nichts darüber aus, ob der Angeklagte jetzt schuldig ist oder nicht. Also der Umstand ist zwar dramatisch, aber hat letztendlich für die Strafbarkeit des Angeklagten ja nichts zu sagen. Ja, aber es sagt aber ganz viel darüber aus, zu was seine Frau in der Lage ist, um ihre Ziele zu erreichen. Zu was sie bereit ist auch.
Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Womit konkret wurden Sie genötigt? Womit hat Frau Voller gedroht? Also Frau Voller hat mir gedroht, das Foto viral gehen zu lassen. Und das wäre ein absoluter Skandal gewesen. Mhm. Also ich bin Abteilungsleiterin, ich bin das Aushängeschild. Ja. Das wäre ein Skandal. Ich Abteilungsleiterin, bin auch 30, ja, der Abteilung, in denen die Eheleute Voller beide arbeiten. Richtig, und Sie haben, also ich bin die Chefin von beiden. Ne? Und Sie haben entschieden, dass Sie etwas vorzeitig in den Ruhestand gehen. Das heißt, die Stelle wird demnächst vakant. Genau. Und Sie wollte mich dazu nötigen, Sie als Nachfolgerin vorzuschlagen. Also meine Stimme hat schon ein großes Gewicht. Dieses heimlich aufgenommene Foto, das haben Sie der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt. Die hat das an das Gericht und auch an die Verteidigung weitergeleitet. Und mit deren Einverständnis zeigen wir das kurz. Das ist die Büroszene. Ich weiß Bescheid, kommen Sie morgen in mein Büro. Und dann kann man das auch vielleicht noch mal ein bisschen größer machen. Ja, da sieht man jetzt nur die Aufnahme ohne die Kommentare. Frau Voller, ist das richtig? Ich muss auch Sie darauf hinweisen, dass Sie sich als Zeugin, und das sind Sie immer noch in diesem Verfahren, selbst nicht belasten müssen durch Ihre Aussage. Ich habe Frau Winkler das Foto nur geschickt, um ihr zu zeigen, dass ich von der Affäre mit meinem Mann weiß. Das ist nicht wahr. Du hast mir am nächsten Tag genau gesagt, was du von mir willst. Ja, klar. Und wie haben Sie darauf reagiert, auf diese Forderung? Ja, also sie wollte natürlich, dass sie Abteilungsleiterin wird. Und ich habe ihr ganz klipp und klar gesagt, jemand, der sich so verhält, hat gar keine Chance. Hm. Ne? Vor allen Dingen, wenn Sie jetzt mal sehen, wie sie sich kleidet, ihre Tattoos und der Faible für unsere Praktikanten. Da kann ich diese Dame niemals vorschlagen. Das ist Diskriminierung und Mobbing. Nee, auf keinen Fall. Nur weil Sie wie eine Spießerin rumrennen, muss bitte, ich das noch lange nicht. Frau Voller, bitte, es reicht, ja? Also dieses Foto wurde ja am 10. März von Frau Voller hergestellt, und zwar 2 Tage vor der Tat. Ja, das zeigt ja, wenn Sie noch mal rangehen an den Kalender mit dem Hintergrund, Herr Vorsitzender. Gebt mir Mühe. Das Was zeigt hier? Ja hier, genau, das Datum auf dem Kalender, am 10. Und angesichts der Affäre, die ja hieraus ersichtlich ist, zwischen meinem Mandanten und Ihnen, war Ihnen klar, dass die Beförderung nicht an Frau Voller gehen würde. Ja, das war der Auslöser für die Tat. Und dann haben Sie erst meinen Mandanten mit dem Gulasch provoziert, und ja, Sie brauchen gar nicht zu lachen. Und dann haben Sie ihn mit dem Messer tätlich angegriffen, um dann seine Abwehrreaktion zu provozieren und jetzt ihn hier anzuschwärzen. Das ist eine Unterstellung. Sind noch Fragen an Frau Winkler? Nein. Keine. Nein. Zeugin bleibt unvereidigt. Frau Voller, ich würde Sie gerne ganz formell dazu noch mal hören, wenn Sie dazu was sagen möchten. Nein, ich möchte dazu nichts mehr sagen. Das ist auch mein gutes Recht. Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Aber wenn Sie glaubhaft machen, dass Sie sich bei wahrheitsgemäßer Beantwortung selbst belasten, dann müssen Sie dazu nichts sagen. Das ist richtig. Aber wir können natürlich auch aus der Tatsache, dass Sie hier nichts sagen, würdigen, ja, und das Ganze in die Beweiswürdigung einbeziehen. Gut, aber dann macht es auch wenig Sinn, Sie noch mal in den Zeugenstuhl zu rufen. Gut, aber ich würde gerne Sie, Frau Böhm, noch mal hören. Ja, Zeugin bleibt unvereidigt. Dankeschön. Wechseln Sie gerade den Platz, Frau Böhm, bitteschön. Frau Böhm, ich erinnere Sie noch mal an die Wahrheitspflicht einer Zeugin. Und ich erinnere Sie auch daran, dass Sie selbst sich nicht vor Gericht belasten müssen. Das heißt, Sie können schweigen. Hat Frau Voller Ihnen erzählt, dass Ihr Ehemann mit der Frau Winkler, mit der Chefin, eine Affäre hat? Ja. Wann hat sie Ihnen davon erzählt? Als sie die 2 im Büro in Flagranti erwischt hat, hat sie ein Foto gemacht und hat mir das direkt zugeschickt und mich angerufen. Erinnern Sie sich, was Frau Voller genau gesagt hat? Sie war verletzt und wütend. Ich meine, man erwischt nicht alle Tage den eigenen Mann mit einer anderen Frau. Und wer könnte das besser verstehen als ich? Also ja, aber was sie genau gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Doch, das wissen Sie. Frau Voller hat gesagt, dass sie etwas unternehmen muss, dass sonst nicht sie, sondern mein Mandant befördert wird. Das weiß ich nicht so. Frau Böhm, also vielleicht muss ich deutlicher werden. Falschaussage wird deshalb, weil ein Zeuge bei der Wahrheitsfindung helfen soll, auch deutlich bestraft. Das heißt, wenn Sie hier nicht vereidigt werden, geht schon mal bei 3 Monaten Freiheitsstrafe los. Wenn das Gericht entscheidet, Sie zu vereidigen und Sie leisten hier einen Meineid, bei 1 Jahr geht's dann los. Also überlegen Sie sich jetzt bitte genau, was Sie sagen. Dass sie etwas machen muss dagegen, weil er nicht befördert werden sollte, sondern sie. Und was soll das sein? Was wollte sie dagegen machen? Hat sie das auch gesagt? Sie wollte ihn provozieren, damit er gewalttätig wird und sie ihn anzeigen kann. Na also. Tanja! Hat sie Ihnen auch erzählt dann im Nachgang, wie es zu dieser Messerstecherei gekommen ist?
Ja, sie hat gesagt, dass das mit dem Gulasch nicht gewirkt hat und er nicht ausgerastet ist und deswegen musste sie ihn noch mehr provozieren, hat sich dann das Messer geschnappt und ist auf ihn losgegangen. Ist ein Vogel? Aber du mieses Miststück, du. Voller, machen Sie es jetzt nicht noch schlimmer, dass das nächste Strafverfahren gleich hinterherkommt? Das ist eine Beleidigung, das ist zu protokollieren. So. Ich meine, sie wollte ihm ja nichts tun, aber er ist auch nicht weggelaufen. Stattdessen hat er sich gewehrt und dann ist alles aus dem Ruder gelaufen. Tja. Noch Fragen an die Zeugin? Nein. Nein. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Dankeschön, Frau Böhm. Seien Sie froh, dass Sie die Kurve gekriegt haben. Wir haben noch die Nachbarin, die heute nicht konnte, und den zweiten Polizeibeamten. Ich denke, dass wir auf die beide verzichten können. Ja. Auf die Vernehmung dieser Zeugen wird allseits verzichtet. Keine Anträge mehr? Nein. Ich schließe die Beweisaufnahme. Darf Sie um Ihre Plädoyers bitten. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, meine Damen und Herren, Herr Voller, ich weiß nicht, was an diesem Tag passiert ist. Ich weiß nicht, ob Sie in Notwehr gehandelt haben, ob Ihre Frau in Notwehr gehandelt hat. Ich weiß nur, dass Sie beide es geschafft haben, Ihre Eheprobleme in diesen Sitzungssaal zu verlegen. Dafür sind wir nicht zuständig, verstehen Sie? Sie sind beide erwachsen, Sie sollten in der Lage sein, Ihre Ehe, die irgendwann mal gut war, friedlich zu beenden. Das konnten Sie nicht, Sie hatten eine toxische Beziehung und das Ende führte dann zu dieser Anklageschrift. Es kann sein, dass Sie schuldig sind, kann auch sein, dass Sie unschuldig sind. Ich weiß es nicht. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Ich beantrage, den Angeklagten auf Kosten der Staatskasse freizusprechen. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Rechtsanwalt Broscheid, bitte. Herr Vorsitzender, Frau Staatsanwältin, meine Damen und Herren, mein Mandant ist heute freizusprechen. Es steht jetzt zwar Aussage gegen Aussage, aber die Frau Voller hatte auch durch die Zeugenaussagen belegt, eine eindeutige Motivlage, meinen Mandanten anzugreifen, auch mit dem Messer. Erst hat sie ihn quasi mit dem Gulasch ärgern wollen, provozieren wollen. Und dann hat sie, nachdem das nicht ausgereicht hat, ihn mit dem Messer attackiert. Er hat sich in dieser Notwehrlage mit der Notwehrhandlung gewehrt. Zunächst hat er den Angriff abwehren wollen, danach hat er selber ein Messer genommen. Er wollte sich auch ausschließlich verteidigen. Und obwohl wir Aussage gegen Aussage haben, oder gerade weil wir es haben hier, in dubio pro reo, ist mein Mandant frei zu sprechen. Sie haben das letzte Wort, Herr Voller. Möchten Sie noch was sagen? Tja, ich hoffe nur, dass du dich irgendwann vielleicht mal wieder besinnst und wieder runterkommst und nicht so aggressiv bist. Ich freue mich. Dann unterbrechen wir kurz zur Beratung, anschließend Verkündung der Entscheidung. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird auf Kosten der Staatskasse, die auch seine notwendigen Auslagen zu tragen hat, freigesprochen. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, die Frau Staatsanwältin hat es eigentlich sehr zutreffend in ihrem Plädoyer gesagt. Wir müssen davon ausgehen, nach dieser Beweisaufnahme, dass Ihre Variante des ganzen Tatgeschehens möglich ist. Das reicht alleine schon aus. Möglich ist. Vielleicht sogar wahrscheinlich. Wahrscheinlicher als die Version Ihrer Frau, aber das haben wir nicht zu beurteilen. Was sie erwartet, das wird sie in ihrem eigenen Strafverfahren dann erfahren. Es ist so, Notwehr ist die Handlung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff abzuwehren. Und da spielen halt oft diese Kleinigkeiten eine Rolle. Wie sind die Größenverhältnisse, Gewicht, was wird als Waffe eingesetzt? Und wenn Waffen eingesetzt werden, spielt natürlich die Tatsache, dass Sie Ihrer Frau vielleicht körperlich überlegen sind oder wären, dann nicht mehr die entscheidende Rolle. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass im Zweifel hier eine Notwehrsituation vorlag, die Sie berechtigt hat, Angriffe abzuwehren. Deshalb sind Sie aus Zweifeln an der Überzeugung Ihrer Schuld freizusprechen. Sie sind nicht beschwert, Herr Voller. Was mich wundert, eins noch vielleicht am Ende. Sowohl Sie als auch Sie, Frau Voller, tragen noch Ihren Ehering. Normalerweise ist das immer so, dass wenn Eheleute sich entschließen, sich zu trennen, sie den als allererstes ablegen. Ich weiß nicht, warum es bei Ihnen anders ist, müssen wir auch nicht beurteilen. Wollen Sie Erklärung abgeben, Frau Staatsanwältin? Verzichte. Gut, dann ist die Sitzung hiermit geschlossen. Susanne Voller wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Nötigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.